Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Gergis. Ich bin der letzte Magier des Ordens. Ich wollte dich gerne treffen, Alexios. Darf ich dich so nennen? Es ist mir egal, wie du mich nennst. Selbstbewusst, das gefällt mir. Gib mir einen guten Grund, deine Kehle nicht zu durchbohren. Wo ist Amorges und wo ist mein Sohn? Dein Sohn, Elpidios. Er ist in Sicherheit. So viel kann ich dir sagen. Wenn Amorges hier ist, muss Elpidios auch hier sein. Sobald wir anfangen, gibt es kein Zurück. Sie werden alles gegen uns aufbieten, was sie haben. Zeit anzugreifen. Es könnte uns alles kosten. Ich kenne den Preis. Das ganze gute Holz. Naja. Es brennt! Verschwindet hier! Was zum... Suchen wir den Jungen. Auf geht's. Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer Folge Assassin's Creed Odyssey. Wir haben diesen Schreiber Gergis doch noch getötet. Wir hatten einfach keine Wahl. Er wollte es so. Er wusste, dass das passieren wird. Und ganz ehrlich, ich fühle mich damit auch ein wenig wohler bei dem, was er so vom Stapel gelassen hat. Sei es drum, wir haben eine neue Mission. Das Vermächtnis der ersten Klinge. So heißt die Mission jetzt tatsächlich. Nicht nur das DLC. Konfrontiere Amorges beim Tempel des Zeus. Das werden wir tun. Ich schau mal kurz nochmal rein. Das Vermächtnis der ersten Klinge. Es war höchste Zeit, dass Alexios seiner Legende gerecht wurde, indem er Amorges stellte und Elpidios fand. Konfrontiere Amorges beim Tempel des Zeus. Das werden wir tun. 150 Meter über uns? Tja, die Leute sind hier wieder am Arbeiten. Heute wirst du belohnt. Ich geh mal hier rauf. Ich hoffe, ich bin dann richtig. Ich muss wohl aus der Mine heraus und dann oben auf den Berg klettern, nicht? Der Tempel wird wohl oben sein. Das sieht doch gut aus. Ein schöner Ausgang. Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Ja. Ich gehe rauf. Ist aber auch ein... Ja, komme ich denn so hoch? Ah, okay, ich komme so hoch. Meine Güte, so könnte ich niemals klettern. Alles nur eine Frage der Übung, nicht wahr? Noch 100 Meter. Tempel des Zeus entdeckt, sehr schön. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da, mein Junge. Ich hole dich, mein kleiner Krieger. Mein Sohn, Vater ist auf dem Weg. Ja, und oben. Da können wir auch mal die Gegend öffnen, vor allem. Ein Kopfgeldjäger? Ich möchte mich davon befreien. Mich sucht keiner, aber es ist jemand da oben. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wenn der sieht, dass wir einen Zivilisten abmurksen, aus Versehen auch nur, jagt er uns zusätzlich noch. Was ist das denn hier für ein Berg, Mensch? Wir haben es fast geschafft, wir haben es fast geschafft. Komm hoch da. Dann hier hoch. Oh,
Ort synchronisieren da oben. Das mache ich dann als erstes. Wenn ich die Chance habe, mache ich das natürlich. Genießen wir noch einmal den Ausblick, bevor wir unseren Feind bluten lassen. Es ist soweit. Immerhin hat Gerges gesagt, wo wir ihn finden, nicht wahr? Dieser Blick entschlossen, blutrünstig. Hallo, totes Fleisch. Er ist ruhig, nicht wahr? Ein Moment wie dieser, der Moment vor dem Wenn meinem Sohn etwas passiert ist, könnte ich nichts retten. Kein Mensch, kein Tier, kein Gott. Ganz auch so nicht. Er ist bei mir sicher, Alexios. Glücklich, gesund. Und ich verspreche dir, das wird er immer sein. Gib mir meinen Sohn zurück. Wo ist Elpidios? Wo ist mein Sohn? Weit weg vom Krieg und der Gefahr. Und von dir. Ich habe ein Versprechen gegeben. Das Versprechen, den Orden zu vernichten. Und glaub mir, ich werde es halten. Er ist nicht hier, unser Junge. Du glaubst, du könntest uns vernichten? Die Pläne des Ordens betreffen nicht nur dich, Alexios. Was? Stets die Heldin, die glaubt, alles drehe sich immer um sie. Doch es geht um keinen von uns. Es geht um die größte Kostbarkeit von allen. Den Frieden. Das sind voll die Templer. Dieser Krieg zwischen Athen und Sparta bedroht weit mehr als nur die griechische Welt. Das Gemetzel hat sich schon nach Persien und darüber hinaus ausgebreitet. Der Orden hat die Macht, die Welt zu retten. Und das werden wir auch. Meine Leute sind tief in allen Aspekten des griechischen Lebens verwurzelt. Wir sind in eure Institutionen vorgedrungen, in eure Tempel, eure Häuser. Wir gewinnen die Herzen deines Volkes. Parasitär. Durch die Macht des Ordens und Persiens Reichtum wird Sparta diesen Krieg beenden. Ein neues Kapitel der Geschichte wird geschrieben. Von uns. Das scheint nur ein Rückblick zu sein. Die sind nämlich alle schon tot. Wir haben den fruchtbaren Boden des griechischen Volkes eingebracht. Und nun wird der Frieden wachsen. Es bleibt nur noch eine Gefahr für den Frieden. Du. Echt widerlich, ne? Die unterwandern alles, jedes Land, jede Regierungsform, also, ne? Überall pflanzen die sich ein, machen sich breit, erschaffen den Frieden, aber unter ihrer Herrschaft. Ich bin eine Gefahr für dich, Junge. Du willst also Krieg, du Monster? Ich gebe dir Krieg. Das hast du bereits. Dann komm her auf den du Meter. Du bist ein Verdorbener. Die stärkste und gefährlichste Kraft, auf die der Orden jemals traf. Du bist Feuer. Doch leider stehst du den Zielen des Ordens im Weg. Du hast unser Versprechen vergessen, alter Freund. Dareos ist auch da, sehr schön. Oder ich habe mich schon gefragt, wann dein dramatischer Auftritt kommen würde. Denk an die Unschuldigen, die sterben mussten, Amorges. Du sagst, du willst Frieden, aber was bringt ein Frieden, der von Tyrannen erzwungen wird? Ich kämpfe für die gute Frieden. Sache. Für unsere Kinder, ihre Zukunft. Ich rettete deinen Enkel und ich rettete Artaxerxes in jener Nacht. Erinnerst du dich?
Ich rettete ihn vor dir. Sag uns, wo Elpidios ist. Es tut mir leid. Solange ich atme, werde ich dieses Kind nicht in Gefahr bringen. Indem er ihn aufzieht. Das hast du nicht zu entscheiden, du Stück Scheiße. Einfach Kinder klauen, Alter. Du kannst den Jungen nicht großziehen. Bei dir wird er niemals sicher sein. Er ist mein. Erinnerst du dich an die Worte, die ich König Xaxis ins Ohr geflüstert habe? Sag sie mir, alter Freund. Trotz aller Macht konnte er mich nicht beschützen. Nicht vor dir. Was los, Daireos? Schon platt, alter Mann. Tue ich. Ja, mit deinem Schild, du brauchst das nicht. Oh, der hält das aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, Deimos war stärker. Aber vielleicht packt er ja noch irgendeine Überraschung aus, wer weiß. Jawohl. Bring meinen Sohn zurück und dein Schmerz wird enden. Niemals! Fuck. Scheiße, hat er mich doch noch getroffen. Jawohl, Daireos, das war wieder so ein geiler Trick von dem. Oh, scheiße. Wäre ich ja noch beinahe gestorben, nur wegen dem Feuer. Ah, scheiße. Ich töte jeden Einzelnen. Es gibt keine Einzelnen, Alexios. Wir sind die Wellen. Wir sind der Ozean. Der Ort ihr seid ist Dreck. Endlos. Verbrecher seid ihr. Alles beherrschen wollt ihr. Ja, oh, ich habe keine Pfeile mehr. Doch, habe ich. Jawohl, voll in die Fresse. Sehr schön. Jetzt sag mir, wo mein Junge ist. Schönes Schwert. Persisch, hätte ich gern. Jawohl, das war cool. Ah, Adin, sehr schön. Die Sonne geht auf, aber auch unter. Meine Zeit ist abgelaufen, alter Freund. Wir waren Beschützer, Amorgis. Wir waren die Helden Persiens. Helden des Volkes. Das bin ich noch, Atabanos. Ich wollte nur, dass unsere Heimat sicher ist. Die ganze Welt. Das Kind, Amorgis. Bitte. Er ist auf einer kleinen Insel vor der Küste Messeniens. Der perfekte Ort zum Fischen. Der Orden wird niemals aufgeben, Alexios. Du und dein Sohn, ihr werdet immer gejagt werden. Da ist was dran. Wenn wir doch immer gejagt werden und wir sind allein mit unserem Jungen, wie können wir ihn beschützen?
Der hat recht. In der Hinsicht hat der wirklich recht. Wir haben kein ruhiges Leben. Wenn es nur für eine kurze Zeit ist, wenn ja. Aber irgendwann werden wir wieder aufgesucht. Ich weiß. Der Orden ist nicht nur eine Gruppe von Menschen. Er ist eine Idee. Gibt ja mit Sicherheit noch mehr wie nur der. Kann man nicht besiegen. Eine Idee kann nicht zerstört werden. Nicht durch Klingen, aber durch Wissen, durch Weisheit, durch unsere eigenen Ideen. Nichts ist absolut, Amorgis. Das hast du mir vor langer Zeit beigebracht. Es wird immer Tyrannen geben. Und es wird immer dich geben, mein Bruder, um sie aufzuhalten. Geh in Frieden, alter Freund. Es ist ja beruhigend, dass der Tod ist. Aber ich glaube, es gibt noch wesentlich mehr Ordensanhänger, ne? Ebenso wie diese, vielleicht diese, ja, die Kultisten nicht. Aber wenn dieser Orden sich ja schon bereits durch die ganze Welt, von Ägypten nach Persien, von Persien nach Griechenland, durchgehend verteilt haben, gibt es mit Sicherheit mehr als nur diese 5-6 Leute. Das war nur ein Zweig. Und wenn die alle darauf scharf sind, um eine Blutlinie zu jagen, ist unser Sohn bei uns nicht sicher. Dort ist der Kleine. Vor allem, weil ich ja jetzt allein unterwegs bin. Nima ist ja tot. Vielleicht sollte Daireus ihn mitnehmen. Eroberungsschlag verfügbar. Ich hole mir meinen Jungen zurück. Und dann sehen wir mal weiter. Vielleicht kann ich noch eine Entscheidung treffen. Vielleicht ist ja auch ein ganz bestimmtes Ende davor gesehen. Vielleicht gibt es auch mehrere Enden. Ich weiß es nicht. Aber ich bin persönlich überzeugt davon, dass der Junge nicht bei mir sicher ist. Irgendwo, aber nicht bei mir. Wie hart das auch klingen mag. Ich gehe rüber, 360 Meter. Vater, komm zu dir. Wenn ich kentern will, sollte ich einfach weitersehen. Mach ich. Noch einen Moment, Epidia. Der ist doch nicht alleine hier. Wer ist denn mit dem hier? Auf jeden Fall eine schöne, nette Insel. Halt durch. Halt einfach durch. Wer bist du denn? Mein Junge, mein Sohn, mein wunderschönes Kind. Ich bin hier, Baby. Vater ist hier. Du hast über meinen Sohn gewacht. Jeden Tag. Jeden Tag. Wer ist das? Dafür hat er morgens gesorgt. Danke. Weißt du, er hat den Appetit eines Spartianen. Das hat er. Wem sagst du das? Vater hat dir so viele Geschichten zu erzählen. Und du hast deinem Vater auch einiges zu sagen, wie ich sehe. Wer bist du? Ich bin Daireus. Sohn des Königs von Persien, Artaxerxes. Krass.
Ataxerxes Sohn. Kennst du meinen Vater? Ich kenne ihn ja. Er kennt ihn auch. Wir trafen uns, aber das ist lange her. Ataxerxes hat hier in Griechenland Asyl gesucht. Und ein großartiger Vater. In Persien herrscht Frieden und Wohlstand. Er fehlt mir. Ein sicheres Persien. Das ist sein Vermächtnis. Was auch immer in der Vergangenheit vorgefallen ist mit Persien und Sparta, aber in der Zukunft, weil wenn Frieden herrscht, sollte man Persien nicht für die Taten belangen, die es einst getan hat. Ataxerxes kann ja nichts dafür, ne, was Xerxes gemacht hat, was sein Vater getan hat. Er selber ist ja nicht so ein Tyrann. Aber trotzdem wollte Areus ihn umbringen und das war vielleicht auch ein Fehler von ihm. Das war ein Fehler. Also, nur noch einen Moment. Wir müssen los. Wir geben ihm Dareios Obhut, nicht? Den Jungen. Was wirst du jetzt tun? Amorgas hatte recht. Ich bin Feuer. Das nutze ich als Leuchtfeuer für den Orden. Wenn sie nach meiner Blutlinie suchen, wissen sie genau, wo sie mich finden können. Aber sie wissen nicht, wo. Aber sie werden. Früher oder später, nicht? Und was willst du tun, Dareios? Der Orden wurde zu einem Zweck erschaffen. Wenn ich unseren Feind verstehe, kann ich ihn ausmanövrieren. Ich beschütze den jungen Alexios. Ich behüte Elpidios und alle, die sein Blut teilen. Wenn der Tag kommt, wenn er nach seinem Pater fragt, was soll ich ihm sagen? Oh mein Gott. Was soll der ihm sagen? Als klein. Ja. Sag ihm die Wahrheit, auch wenn es hart ist. Erspar ihm die Wahrheit. Kommt drauf an, wie alt der Junge ist. Ich würde ja schon sagen, wenn der Junge ein erwachsenes Alter erreicht hat, auf sich selbst aufpassen kann, kann er die Wahrheit ja auch ertragen, oder nicht? Wenn der kleine Junge ihn aber als Kind fragt, was mit seinem Vater los ist, wäre es ziemlich, naja, es ist zu hart, nicht wahr? Ihm die Wahrheit zu sagen. Sag ihm, dass er Martha und Pater hatte, die unglaubliche Leben führten, unglaubliche Dinge sahen und das nicht so unglaublich war wie mir. Sein Lächeln, sein Lachen, sein Anblick, wenn er in meinen Armen schlief. Das hört sich gut an, nicht wahr? Das hört sich doch gut an. Sollte er sich eines Tages ungeliebt oder allein fühlen, dann sag ihm, so einen Tag gibt es nicht, weil er immer geliebt werden wird. Hast du es gehört? Du wirst immer. Er wird auf ihn aufpassen. Wir haben ja auch noch einen Zweck zu erfüllen. Alexios, nicht? Als Hüter von Atlantis.
Und du wirst fallen. Es wird Zeiten geben, in denen du nicht glaubst, wieder aufstehen zu können. Du wirst liegen bleiben wollen. Aber du wirst aufstehen, Emilia. Weil du stark bist. Weil unsere Blutlinie stark ist. Und weil wir immer wieder aufstehen. Ägypten! Du wirst fragen, wieso. Wenn du mich nie kennen wirst, wisse eines. Du. Elpidia ist der Vorfahre vom Aja. Für dich und alle, die nach dir kommen. Genial. Jetzt müsste ich mir eigentlich Origins reinziehen, nicht? Fantastisch. Ein trauriges Ende eigentlich, ne? Sehr bewegend. Amorgas ist erledigt. Ich habe sein Schwert. Doch es ist nutzlos. Zerbrochen und aus seltsamen Metall. Ich sollte einen Schmied aufsuchen. Amerika muss ausgestreckt. Das CLC ist eigentlich vorbei, Freunde. Wir haben es geschafft. Was meint er von wegen, das Schwert ist nicht zu gebrauchen? Kann es sein, dass wir wieder eine legendäre Waffe bekommen haben? Wo ist es denn? Das gehört nicht mit dazu. Interessant. Tja, meine lieben Freunde, unser Junge ist weg. Nima ist tot. Unser Junge ist in Ägypten. Dareus passt auf ihn auf. Er wird dort seine eigene Odyssee schreiben, sag ich mal. Hört sich toll an, nicht wahr? Er wird seine eigene Geschichte haben. Vielleicht wird er eines Tages erfahren, wer sein Vater wirklich war. Was haben wir denn für eine neue Mission bekommen? Ich spreche mit dem Schmied am Oikos der Olympioniken in Phokis. Alexios wollte Amorgas Waffe, die bei ihrem wilden Kampf zerbrochen war, reparieren. Sie war mehr als nur ein düsteres Andenken an die Taten des Ordens. Es gibt natürlich noch einige kleine Quests, die ich erledigen kann. Aber das DLC ist vorbei. Wir haben das Ende erreicht. Ich möchte unbedingt die Waffe noch schmieden. Ich möchte unbedingt mal dahin. Wo müssen wir denn dafür hin? Da hoch. Das werden wir auf jeden Fall noch schnell tun, Leute, ja? In Ikos der Olympioniken gibt es einen Schmied, der für den Umgang mit seltenen Metallen bekannt ist. Ich sollte mit dem Schwert dorthin. Ja, ich kenne diese Stadt. Hier ist auch der einzige Händler, wo Rekalkosteine eintauschen können. Gegen spezielle Waffen, ne? Gut, jetzt nicht unbedingt Waffen, die stärker sind wie meine, die ich zurzeit habe, oder Rüstungsgegenstände. Das ist immer Zufall, was man bekommt, nicht? Also es ist zum einen Zufall, göttliche Gabe kann man kaufen und man kann hier seltene Waffen bei dem auch so, ne? Erwerben, ich zeige euch das mal. Olympische Gabe, 20 Orikalko-Steine für eine zufällige Waffe, also für einen zufälligen Gegenstand. Es könnten aber auch Schiffsteile sein, ne, wie Galionsfigur und so weiter. Hier kann ich sichtbar ein paar Sachen kaufen, allerdings ist es wesentlich teurer. Seht ihr, 80, 100, 40, das kostet nur 20. Mannschaftsthema, die Besatzung erscheint von einem fast übernatürlichen Licht eingehüllt. Ich glaube, da gibt es auch ein Paket für, ne, Helios oder so. Zu ihm müssen wir aber nicht, zu dem Alten müssen wir, mit dem Schwert, wir reden mit ihm. Kopies? Oder Koffinus. Was ist das denn? Ich habe ein Schwert. Hast du so etwas schon mal gesehen? Bei Zeus! Weißt du, was das ist? Das ist auch ein Tier, aber. Kaputt. Es ist Adamant. Das Zeug ist unbezahlbar. Und ich muss dir wohl nicht sagen, dass ich der Einzige auf diesen Inseln bin, der weiß, wie man es richtig verarbeitet. Aber ich brauche mehr Adamant, um es zu reparieren. Viel mehr. Adamantium? Wolverines Metallskelett? Was zum... Wobei Hades findest du all dieses Zeug? Nein, ich will es gar nicht wissen. Habe ich genug von dem Adamant? Ist das genug, um das Schwert zu reparieren?
Ich würde gerne sagen ja, aber dann müsste ich lügen. Bring mir mehr und dieses Schwert wird den Göttern würdig sein. Oh, fantastisch, Leute. Eliminiere alle Mitglieder des Ordens der Herrschaft. Beschaffe die Bilder der Ältesten von allen Mitgliedern des Ordens der Ältesten. Beschaffe die Bilder. Bekomme ich dann mal ein Adamant, wenn ich die alle mal besiegt habe? Okay, Freunde, ich habe mal ganz schnell nebenbei die ganzen Ordensanhänger mal gekillt. Wir haben die jetzt komplett ausgelöscht. Es handelt sich dabei nur um Ordensanhänger, die einfach nur eine Nebenrolle spielen, haben mit der Hauptmission weniger zu tun. Aber ich musste sie alle töten, damit ich das Schwert von Amorgis schmieden kann. Als kleines Sahnehäubchen gab es dazu auch diese Assassinenkluft, die ich hier anhabe. Meisterassassine. Gut, unsere Mission: kehre zum Schmied am Eukos der Olympioniken zurück. Wir müssten das Schwert jetzt schmieden können. Das möchte ich unbedingt noch abschließen mit euch. Hätte jetzt auch viel zu lange gedauert, wenn ich euch jetzt noch die ganzen Nebenordensanhänger noch aufgenommen hätte. Waren nur 2-3 Stück. So, wir sprechen mal mit dem großen Bären hier. Wie sieht's aus? Du bist zurück. Du hast es, nicht wahr? Das Adamant. Ich kann Adamant riechen. Und er riecht gut. Ja, ich hab hier vor, dass du mehr brauchst. Denn mir gehen die Leute aus, wenn ich es herausschneiden kann. In deinen Worten steckt sehr viel Leidenschaft, das spüre ich. Und ich bin sehr froh, dir sagen zu können, dass es reicht. Wunderbar. Das Bild darauf macht sich übrigens sehr gut. Das hilft beim Abkühlen. Warte hier, es dauert nicht lange. Alles klar. Wunderbar, Leute. Königsmacher, das hat mir so eine Trophäe eingebracht. Das Schwert der Könige. Eine persische Waffe, nicht wahr? Neue Gravuren freigeschaltet, 50% Nahkampf-Aufladetempo. So, die Waffe gucken wir uns jetzt mal an. Diese Waffe soll ja den Göttern würdig sein, nicht? Bisher laufe ich die ganze Zeit mit Xiphos des Peleos rum. Ziemlich starke Wumme, also Waffe. Handy klingelt. Verstehe ich jetzt auch nicht wieso. Na gut, wo ist sie denn? Da. Das Schwert der Könige. 21% Kriegerschaden. 8% für alle Schäden. 50% Nahkampf-Aufladetempo. Attentatschaden geht dadurch runter. Jäger- und Kriegerschaden geht rauf. Und auch nicht zu knapp. Ja, okay, wenn Attentatschaden runtergeht, sollte ich da vielleicht was reinschmieden, was das wieder wettmacht, ne? Hier habe ich zum Beispiel 20% Schaden mit der Fähigkeit Eiliges Attentat. Dadurch ist das Schwert hier auch so stark. Selbstverständlich werde ich dieses Schwert ausrüsten. Oh, ist das klasse. Ich will mir das mal angucken. Oh, sehr schön. Guckt euch diesen persischen Säbel an, der Hammer. Und mit der Assassinenkluft, ne? Dann kommt das echt gut rüber. Dadurch, also damit haben wir das DLC ganz offiziell beendet. Vermächtnis der ersten Klinge ist vorbei. Ihr habt das Ende gesehen. Das nächste DLC wird Atlantis sein. Ich freue mich da riesig drauf. Und ich werde, also in der nächsten Folge werden wir Atlantis betreten, beziehungsweise mal schauen, wie die erste Mission zum DLC aussieht, ja? Ich hoffe, euch hat das hier gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.